Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen heute mit Rainer Westermann. Rainer Westermann ist ein ganz erfahrener, krisenerfahrener Berater, hat Krisenprävention gemacht, war lange Zeit in der Industrie unterwegs als Kommunikationsleiter. Er war im Vorstand eines amerikanischen Softwarehauses. Er hat große PR-Agenturen geleitet und er hat sehr viele Krisen durchgestanden und ist auch heute in der Corona-Krise ein sehr gefragter Mann. Herzlich willkommen, Herr Westermann. Guten Morgen, vielen Dank. Herr Westermann, was sollen denn vor allen Dingen kleine und mittlere Unternehmen jetzt in dieser Corona-Krise machen aus kommunikativer Sicht? Was ist da der beste Rat, den Sie im Moment geben können? In der Realität ist es so, dass die meisten Unternehmen sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Es sind gigantische Herausforderungen mit der Organisation, mit der operativen Seite. Das heißt, es wird bei vielen wenig über Kommunikation nachgedacht und es wird auch zu wenig nach vorne gedacht. Das ist meines Erachtens ein Problem und ein Risiko, das unnötig ist. Unternehmen müssen heute schon darüber nachdenken, wen treffen ihre Maßnahmen, wie reagieren Kunden darauf, wie werden Mitarbeiter betroffen, wie werden Zulieferer betroffen und wie kann ich vermitteln, dass die Dinge, die ich tue, notwendig sind und richtig sind und wie kann ich auch vermitteln, dass sie wirken werden. Was ist dann der nächste Schritt, was die Unternehmen machen sollten? Die Unternehmen müssen sich auch da operativ sehr genau überlegen, wie bekomme ich denn diese Informationen an diese Menschen? Sie haben ein konkretes Problem, viele sind im Homeoffice. Das heißt, die E-Mail funktioniert. Wenn Sie Verbindungen haben, können Sie über Videokonferenzen mit denen sprechen. Die Telefonverbindungen funktionieren viel nicht, weil die Büronummern eben nicht unbedingt weitergeschaltet werden. Das funktioniert mal, es funktioniert mal nicht. Es bedeutet aber auch gleichzeitig, dass die Zielgruppen, die man ansprechen will, natürlich, wie wir jetzt auch, wahrscheinlich online sind und im Gespräch sind, in irgendwelchen Konferenzen sind. Das heißt, sie haben auf einmal eine zusätzliche logistische Hürde, wie sie diese Menschen erreichen. Darüber ist nachzudenken. Das andere ist natürlich, was sage ich denn? Das heißt, welche Botschaften habe ich denn? Was habe ich denn wirklich mitzuteilen? Und wie kann ich, wie gesagt, vor allen Dingen erklären, warum ich tue, was ich tue? Weil die meisten Dinge sind nicht unbedingt schön. Heute wird sehr viel zurückgefahren, abgebaut, abgesagt, reduziert. Und das sind natürlich alles Dinge, die sowohl die Mitarbeiter wie gesagt Kunden und Zulieferer betreffen und denen auch wehtun. Ist es kommunikativ denn sinnvoll, wenn man jetzt sagt, man schickt die Leute lieber in Urlaub oder macht Kurzarbeit? Oder sollte man es vermeiden, wenn möglich, und neue Strategien entwickeln und schon mal überlegen, mit den Leuten auch das Gespräch suchen, mit den eigenen Mitarbeitern, um im Gespräch zu bleiben und zu schauen, wie können wir vorangehen, wenn wir dann wieder eine andere Situation haben? Also ich glaube, kommunizieren grundsätzlich ist ganz wichtig in dieser Situation. Viele Menschen fühlen sich natürlich überfordert, sie fühlen sich alleingelassen. Viele sind auch nicht gewohnt, im Homeoffice zu arbeiten. Für uns ist das eher normal, dass wir entsprechend virtuell arbeiten können, auch die Strukturen haben. Aber viele Menschen kennen es nicht. Sie wissen nicht, wie sie effizient damit arbeiten. Sie wissen nicht, wie sie ihren Tagesablauf gestalten sollen. Und sie brauchen, glaube ich, Ansprache von ihren Managern. Sie brauchen ja ideal vielleicht morgens einen kurzen Call, wo stehen wir eigentlich, was ist zu tun und vielleicht auch am Ende des Tages noch einmal die Ansprache, was ist gelaufen, was haben wir erreicht, was ist für morgen vorzutragen. Das darf auch nicht unterschätzt werden bei aller Hektik und bei allem Druck im noch verbleibenden Kernteam. Ist es für Führungskräfte schwieriger, die Mitarbeiter in diesen Zeiten zu motivieren, wenn man sie online erreichen muss? Online ist sicherlich anders als persönlich, das stimmt schon. Auf der anderen Seite, es sind ja gewachsene Beziehungen. Die kennen sich normalerweise, diese Menschen, sie haben länger zusammengearbeitet. Und insofern ist die Übertragung in eine virtuelle Welt, in eine andere Arbeitssituation schon durchaus möglich. Ich muss halt eben aufpassen, dass ich schon etwas anders kommunizieren muss und dass ich eben auch auf die technischen Rahmenbedingungen entsprechend eingehe. Was sind da für Sie die wichtigsten Do's und Don'ts in der Ansprache mit den eigenen Mitarbeitern im Gegensatz zur Ansprache von vielleicht Kunden oder Externen? Man sollte also sich treu bleiben, sagen wir es mal so. Man sollte
versuchen, vielleicht intensiver zu kommunizieren, als man es normalerweise tut, mehr aktiv auf die Mitarbeiter zuzugehen und entsprechend immer, das hat Webasto übrigens in der Krisensituation als erstes Unternehmen mit dem Corona-Fall sehr gut hinbekommen, dass man dort wirklich laufend informiert hat und zu einer wichtigen Informationszentrale für die Mitarbeiter geworden ist. Bei den Kunden ist es ein bisschen anders natürlich. Die Kunden sind im Moment wahrscheinlich mit dem Kopf auch woanders und machen sich nicht gerade Gedanken darüber, wo sie jetzt das neueste Produkt herbekommen, vor allem im Gütebereich. Aber sie haben Zulieferer beispielsweise, die natürlich sich ganz große Sorgen machen müssen, wo ihr Geschäft künftig sein wird. Wer nimmt ab? Welche Planbarkeit habe ich eigentlich? Und da ist als Teil dieser Lieferkette eine Information über die eigene Planung an gerade diese Gruppe ganz wichtig. Okay, da gibt es sicherlich noch ganz viele Fragen in diesem Bereich, wie sich Unternehmen auch auf die Zeit nach der Krise vorbereiten können. Und wir haben ja zusammen schon mal vorher gesprochen, haben gesagt, wir werden da auch ein Angebot machen. Sie kriegen von Ihren Kunden natürlich eine ganze Menge Anfragen, wir kriegen eine ganze Menge Anfragen und wir werden dazu in Kürze ein Webinar anbieten, wo genau diese Fragen alle gestellt werden können, wo sich die Leute einloggen können. Und da werden wir noch Fragen antworten. Was für Fragen erwarten Sie denn da in dem Bereich oder was für Fragen können wir da alle beantworten? Also einmal muss man grundsätzlich sagen, dass sich der Blick verändern wird. Im Moment ist der Blick auf die sozialen, gesundheitlichen, organisatorischen Anforderungen aus der Belastung und Bedrohung durch das Virus heraus. Es wird relativ bald der Blickwinkel sich verändern, wo es dann auch um die einzelnen Unternehmen geht, nämlich wie steht man wirtschaftlich da? Welche Maßnahmen müssen wirklich dauerhaft getroffen werden? Kurzarbeit ist ein Thema, aber wenn ich bestimmte Dinge einfach nicht mehr abnehme, wenn ich bestimmte Lieferverträge nicht mehr erfüllen kann, dann sind das wirtschaftlich massive Änderungen, die natürlich entsprechend Probleme auslösen. Ich muss mit meinem Umfeld kommunizieren und ich muss auf diese Themen eingehen. Ich muss vor allen Dingen auch selbst als gesundes Unternehmen dafür sorgen, dass Vertrauen erhalten bleibt in die Fähigkeit, damit umzugehen, in die Liefertreue, in die Zusammenarbeit der Zukunft. Und das wird im Vordergrund stehen und das ist sicher ein Thema, wo ich annehme, dass da auch viele Fragen kommen werden. Okay, dann darf ich Ihnen hiermit schon mal danken. Für alle, die sich jetzt dafür interessieren, wie Sie zu diesem Webinar kommen, hier unten in der Beschreibung zu dem Video finden Sie den Link zu Termin und zu dem Link eben, wie Sie auf dieses Webinar kommen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind, mit einschalten und vor allen Dingen das Ganze auch anreichern mit Ihren Fragen. Herzlichen Dank, Herr Westermann, einstweilen und wir sehen uns bei unserem Krisenwebinar in Kürze. Gerne und bis bald. Bis bald. Danke.